Ja, hallo meine Lieben, die Themen scheinen mir im Augenblick einfach so zuzufliegen. Meine Partnerin, die Christine, die ihr ja schon vom Pilzvideo kennt, eben kennengelernt habt, spricht oder hat mir eben erzählt, dass eine Patientin von ihr den Epstein-Barr-Virus in sich hat und schon macht es bei mir Klick und ich sage mir, das ist ein interessantes Thema, das schaue ich mir jetzt einfach mal sehr, sehr genau an. Aus eigener Erfahrung und von vielen anderen weiß ich einfach, dass immer eine Reihe von Symptomen auftreten können, die so wirklich keine Ursache, zumindest nach schulmedizinischer Sicht, nachweisbar sind, die doch einfach mal da sind. Auch Autoimmunkrankheiten fallen wohl darunter und haben als Ursache möglicherweise diesen Virus und ein paar andere Kobakterien. Meiner Meinung nach muss die Zeit immer irgendwie reif sein für ein gewisses Thema. Und jetzt ist es einfach mal soweit, was es genau mit diesem Virus auf sich hat, wie viele Menschen betroffen sein könnten und was du im besten Falle für dich tun kannst, erfährst du, wie du weißt, immer nach dem Intro. Ja, die Themen kommen mir so zugeflogen und wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es mich in einer Art und Weise auch treffen könnte mit diesem Virus, würde ich den EBV wohl einfach mal links stehen lassen. Doch in letzter Zeit habe ich eben wieder vermehrt mit Infektionen zu kämpfen, die ich so seit ein paar Jahren eigentlich nicht mehr so hatte und das eben auch gerade eben dann, wenn ich mich mal wieder nicht so wunderbar ernähre und mich körperlich eben sehr, sehr anstrenge, wobei ich in den letzten Wochen wirklich nicht mehr allzu viel getan habe, weil ich wirklich immer wieder mit Infektionen einfach zu kämpfen gehabt habe. Meine Recherchen haben nun einfach ergeben, dass diesen Virus über 90% der Weltbevölkerung in sich tragen. Also das ist eine richtige Menge und er bis zum 30. Lebensjahr so am häufigsten übertragen wird. Warum ist das so? Das hat wohl eben auch damit zu tun, dass der Virus unter anderem auch durch Küssen übertragen werden kann. Und man wechselt wohl, und man verzeihe mir das bitte, seinen Partner wohl noch in jüngeren Jahren häufiger als eben auch später. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Was aber nicht heißt, dass man sich auch noch mit 50 oder darüber anstecken kann, doch die meisten sind eben schon mit dem Virus möglicherweise befallen oder sind eben auch in einer sehr steten Beziehung, das seit Jahren. In vielen Fällen zeigt dieser Virus auch keine gefährlichen Symptome, ja. Da sich der Virus seit seiner Entdeckung 1964 auch von Generation zu Generation weiterentwickelt und eben auch von Mal zu Mal gefährlicher wird. Mittlerweile weiß man einfach, dass es an die 60 EBV-Arten gibt und die Arten von Mal zu Mal gefährlicher werden, ja, weil diese natürlich eben Resistenzen entwickeln. In der Medizin geht man nach wie vor davon aus, dass es quasi so eine Art einen EBV eben gibt und damit einfach basta. Ja, der Virus steht wohl im Zusammenhang mit vielen Krankheiten, die man so mal nicht mit Viren in Zusammenhang bringen würde. Ja, Fibromyalgie, also diese Weichteilschmerzen, die man da hat, oder eben auch chronische Müdigkeit, Lupus, dieses entzündliche Rheuma, wobei auch die Organe und Knochen befallen werden könnten. Die Schilddrüse steht auch im Zusammenhang mit EPV, auch einige Krebsarten, Immunschwäche im Allgemeinen und sicher noch einiges mehr. Auch Tinnitus und bestimmt auch einige Augenkrankheiten können davon betroffen sein, was es für mich einfach zusätzlich noch ganz besonders interessant macht, da ich mit den Augen auch immer ziemlich zu tun habe und eigentlich nicht so wirklich weiß, woher das kommt. Ja, wie gesagt, über 90% der Weltbevölkerung sind infiziert, also stehen die Chancen sehr gut, dass die meisten, die dieses Video jetzt auch sehen, davon auch betroffen sein könnten, ja. Viele davon haben jedoch wohl nicht die schädlichste Variante und so bleibt er wohl auch sehr lange unbemerkt. Doch die Chance, sich eine aggressive Variante des Virus einzufangen, sind eben auch gegeben. Bei Kindern wird er zum Beispiel über die Mutter im Bauch übertragen. Er kann auch über Blutproben, Blutkonserven übertragen werden. Der Virus wird auch über Körperflüssigkeiten eben auch ausgetauscht. Eben wie schon erwähnt beim Küssen. Auch beim Sex kann es eben zu einer Übertragung
kommen, weil eben durch den Austausch der Körpersäfte hier die Übertragung passiert. Auch wenn jemand den Virus in sich hat, besteht nicht permanent die Gefahr, dass man sich anstecken kann, da der Virus sich in vier verschiedenen Phasen befinden kann. Phase 1 zum Beispiel heißt, dass der Virus zuerst die B-Zellen, also die Lymphozyten des Immunsystems befällt und eine solche Wirtszelle braucht der EBV ja, da es ja keinen eigenen Stoffwechsel hat und deshalb auch eine Wirtszelle benötigt. In diese Zelle schleust der EBV dann seine Gene, ja, und er übernimmt quasi mal das Kommando dieser unserer Zelle. Außer dass sich das Virus nun vermehrt, muss es jetzt mal gar nichts machen und ist mehr oder weniger in einem inaktiven Modus. Und in diesem Modus ist es auch nicht im Blut nachweisbar. Seit einigen Jahren weiß man nun, dass das Protein BZLF1 Bestandteil der an die 80 Gene des EBV, den EBV in seine aktive Form bringt. Also dieses eigene Protein BZLF1 bringt quasi das EBV in seine aktive Form. Und in dieser Phase, auch die lytische Phase genannt, in der aktiven Phase, lytische Phase eben, werden durch die Genvermehrung neue Viren freigesetzt und dadurch wird das Immunsystem aktiviert, also unser Immunsystem wird aktiviert und wir bilden dann sogenannte Antikörper. Ja, und in dieser Phase, in dieser lytischen Phase, ist die Ansteckungsgefahr eben dann am höchsten. Ja, in 35-50% aller Fälle kommt es zu einer lymphoproliferativen Erkrankung, was für ein komplexes Wort, die im Allgemeinen, und jetzt wird es wieder relativ einfach, im allgemeinen Sprachgebrauch auch als das pfeiferische Drüsenfieber oder Kissing Disease bekannt ist. Und das Krankheitsbild äußert sich in grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Müdigkeit, Hals- und Kopfschmerzen sowie einer charakteristischen Lymphknotenschwellung. Also wenn das jemand hat, dass die Lymphknoten hier wirklich sehr auffällig längere Zeit geschwollen sind, dann würde ich da wirklich einfach mal nachschauen. Bei Menschen mit einem kompetenten, also mit einem gut wirksamen Immunsystem dürfte es in der Regel auch kein Problem sein, den EBV zumindest zu kontrollieren. In der Phase 2 fängt jedoch der EBV an, sich in den Organen, wie eben gerne auch in der Leber, anzusiedeln, da ja dort die vorhandenen Toxine, die ja in der Leber so vielfältig drinnen sind, wie eben Quecksilber und andere Gifte, eben sich an diesen Toxinen labt, die liebt er und die nutzt er eben dann eben auch als Nahrung. Und eben auch nicht genug, dass der EBV allein sein Unheil anrichtet, sondern er geht auch noch Allianzen mit anderen Bakterien ein, wie zum Beispiel mit dem Streptococcus, ja, welche eben das Immunsystem noch zusätzlich beanspruchen. Eitrige Mandeln, Nasen, Nebenhöhlen, Nase und Mund sind dann eben das Werk des Streptococcus. Also wer auch da immer wieder Probleme hat, der sollte eben auch hier an EBV inklusive Streptococcus-Bakterien einfach mal denken. In der Leber, in der Milz, nun schön eingerichtet, ja, kann auch der Arzt nun den EBV-Antikörper feststellen. Ja. Und der Arzt sagt schön, pfeiferisches Drüsenfieber, ein Durchlaufposten quasi, das ist in einer Woche oder ein bisschen später erledigt und die EBV-Erreger bleiben weiterhin ungeschoren. Also der Arzt denkt jetzt hier einfach nicht an einen EBV, sondern pfeiferisches Drüsenfieber, wenn die Symptome wieder abgeklungen sind, hat der EBV dann einfach, also der Epstein-Barr-Virus, wieder wunderbar, weil er wurde halt einfach nicht entdeckt. Und in diesem Zustand befinden wir uns dann in der sogenannten Phase 3. Ja, da handelt es sich nun um eine sehr, sehr aggressive Unterart des Virus, so kann es eben auch lange zu ernsthaften Problemen kommen. Und dem immer noch nicht genug, belasten eben die toxischen Abfälle des EBV das Immunsystem zusätzlich, sowie eben der Leichnam des Virus, der ja alle 6 Wochen abstirbt. Ja, das klingt ein bisschen krass, ja, aber der tote Virus, der eben auch abstirbt, hat eben auch dann toxische Wirkung. Ja. Und diese beiden Toxine, also die Abfälle des Viruses und der Virus, wenn er tot ist, dann selber,
die ergeben dann quasi ein Neurotoxin, welches dann so stark ist, dass es die Nervenfunktion zerstören kann und das Immunsystem einfach quasi irritiert. Ja, und in der dritten Phase passiert das zeitweilig, also von Fall zu Fall, und dann in der vierten Phase dauerhaft, sodass eben das Immunsystem daran gehindert wird, das Virus einzukreisen und anzugreifen. Was kann eine aggressive EBV-Variante, welche Organe schon befallen hat, auslösen oder auch besser gesagt anstellen? Ja, die Leberfunktion wird grundsätzlich einfach mal sehr stark eingeschränkt. Ganz wenig Entgiftung natürlich dadurch und Bildung von nötigen Hormonen und Enzymen ist eben auch auf Sparflamme. Weiter ist EBV der Hauptdarsteller oder der Hauptauslöser von Hepatitis C, genau. Und diese eingeschränkte Leberfunktion sorgt auch für eine Verringerung des Salzsäuregehaltes im Magen, was logischerweise unseren Darm dann einfach zusätzlich mit Giften belastet, weil die fehlende Salzsäure das natürlich nicht erledigen kann. Entzündungen, Verstopfung, Durchfall, Darmfäule sind dann eben diese Ergebnisse von mangelnder Salzsäure und Nahrungsempfindlichkeiten, Allergien entstehen plötzlich, die vorher nicht da gewesen sind, weil die Nahrung sich einfach so verändert, ja, dass sie der Körper einfach nicht mehr als solche identifizieren kann. Ja, meine Lieben, als ob das noch nicht genug wäre, kommen wir in Phase 4, und in dieser Phase von der Schilddrüse aus befällt, also von der Schilddrüse aus befällt der EBV nun das Nervensystem, was sein vorrangiges Ziel eben ja ist. Und die Schilddrüse ist für den EBV eben sehr, sehr wichtig. Hier sorgt er nämlich dafür, dass die Schilddrüse die Nebennieren dazu bringt, noch mehr Hormone eben zu produzieren. Und diese Hormone sind ja nun mitunter eines der Lieblingsspeisen des Epstein-Barr-Viruses. Ja? Kommt in diesem Stadium auch noch eine Verletzung dazu, das heißt, der Körper muss sich dann noch mit dieser Verletzung natürlich auch herumplagen, dann ist es ganz, ganz schwierig für deinen Körper, hier wieder ins Reine zu kommen und hier wieder auf den Damm zu kommen, weil er hier einfach viel zu viel zu tun hat. Der EBV kann sich ausbreiten auf seine Art und Weise. Ja, EBV ist in der Phase 4 ein Hauptauslöser vieler, vieler mysteriöser Krankheiten. Und welche Krankheiten das sind und vor allem, was du jetzt gegen den EBV tun kannst, meine Lieben, erfährst du natürlich immer oder wie immer in einem weiteren, in einem zweiten Video dieses meiner Meinung nach sehr, sehr wichtigen Zykluses. In dem Sinne freue ich mich natürlich darauf. Es ist unglaublich wichtig und ich bleibe auch dran und berichte natürlich auch von meinen Erfolgen und Erfahrungen verschiedenster Maßnahmen. In dem Sinne Daumen hoch, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit du direkt einfach auch von neuen Videos erfährst. Und ja, bleib sauber und vor allem gesund, und wenn du es noch nicht bist, dann werde es auf jeden Fall. Also schau dir dann auf jeden Fall den zweiten Teil noch an. In dem Sinne Daumen hoch, schaut, schreibt in die Kommentare, schaut in die Infobox zu meinen Empfehlungen. Ich habe euch lieb, wir sehen uns, Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Geo.